Es tut mir aufrichtig leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass das Essen-Museum mit 1.7.2016 den Ausstellungsbetrieb einstellen wird. Sie können sich vorstellen, was das für meine Frau und für mich bedeutet. Und natürlich auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause. Es war mir trotz vielfältigen Bemühungen leider nicht möglich, eine weitere Finanzierungsform für den Betrieb, für den Museumsbetrieb hier zu erreichen. Meine Familie hat im Bau des Essen-Museums und alle laufenden Kosten für Betrieb und Ausstellungen 17 Jahre lang aus eigenen Mitteln finanziert. Das ist uns leider nicht mehr möglich. Zum weiteren Betrieb des Essen-Museums wären zusätzliche Finanzierungsquellen notwendig gewesen und vor allem Unterstützung seitens der öffentlichen Hand. Das Land Niederösterreich hatte sich bereit erklärt, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, unter der Voraussetzung, dass der Bund dieselben Mittel im selben Ausmaß zur Verfügung stellt. Leider hat es von Seiten des Bundes keine positiven Zusagen gegeben. Ich bedauere dies sehr. Aber diese Situation zwingt uns, den Ausstellungsbetrieb zu schließen. Die Sammlung Essel wird daher ab Juli 2016 nicht mehr sichtbar für die Menschen sein. Die Sammlung Essel bleibt von der bleibt von der Schließung des Ausstellungsbetriebes unberührt. Das Essen-Museum wird weiterhin als Depot für die Sammlung Essel genützt, was ja seit 1999 eine wichtige Aufgabe dieses Hauses gewesen ist. Die Sammlung Essel wird wie bisher gut betreut. Archiv, Restaurierung, Technik bleiben erhalten. Der internationale Leihverkehr bleibt aufrecht. Unser vorrangiges Ziel war es jedoch immer, den Menschen in Kunst Freude zu bereiten und ihnen die zeitgenössische Kunst so nahe als möglich zu vermitteln. In diesem Sinne möchte ich mich bei unseren Besucherinnen und Besuchern bedanken, die dieses Haus mit so viel Leben erfüllt haben, die sich auf spannende Erlebnisse, oft auch auf Neues und auf Neuland eingelassen haben und den Dialog mit Künstlern teilweise persönlich, aber auch mit der Kunst gewagt haben und die uns mit ihren vielen schönen Rückmeldungen motiviert haben, das Beste zu geben. Ich habe immer betont, wie hervorragend das Team des Essen-Museums arbeitet und wie stolz ich darauf bin. Wer ins Essen-Museum kommt, fühlt sich wohl und spürt, wie herzlich und offen die Atmosphäre ist. Dafür möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Essen-Museums auch im Namen meiner Frau, die heute leider nicht da sein kann, von ganzem Herzen danken. Sie haben immer ihr Bestes gegeben und mit ihrem Engagement wesentlich zum Erfolg dieses Hauses beigetragen. Wenn auch die Tore des Museums am 1. Juli nun schließen, so ist das, was in 17 Jahren geschehen ist, nicht mehr wegzudenken. Es hat viele künstlerische Laufbahnen, viele Wegbegleiter, viele Menschen positiv und nachhaltig beeinflusst und die Kunstwelt eine Zeit lang mitgestaltet und verändert. Wir möchten noch einmal dieses Museum, das Architekt Heinz Deser als ein offenes Haus für Kunst gebaut hat, aufleben lassen. Das Essen-Museum wird noch bis zum 30. Juni ganz normal geöffnet bleiben. Bis dorthin bieten wir unseren Besucherinnen und Besuchern noch einmal vielseitige Programme. Drei Ausstellungen, zahlreiche Kunstvermittlungsangebote, Konzerte und Lesungen und Raum und Zeit für ausgiebige Kunstbetrachtung. Vom 25. bis 30. Juni wird es ein Open Days im Essen-Museum mit freiem Eintritt geben.
Was meine Frau und mich betrifft, so werden wir, das kann ich Ihnen versprechen, weiterhin aktiv am Kunstgeschehen teilnehmen, denn unser Herz schlägt nach wie vor für die Kunst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.